Weitere Informationen zum Film erhalten Sie bei www.aki-video.com oder mailen Sie einfach an aki-video@yahoo.de. Wir stehen hier vor dem Palais Walderdorf und schauen auf die Westfassade des Domes und auch der daneben liegenden Liebfrauenkirche. Im Pflaster ist eine große Ecke abgezeichnet, die markiert genau den Punkt, bis wohin der Dom in der römischen Zeit reichte. Das heißt also, wenn man das mit dem Plan vergleicht, der dort im Pflaster eingelegt ist, dann sieht man, dass der römische Dom ein beträchtliches Stück größer war als der heutige Dom. Der heutige Dom ist also eine Reduzierung des römischen Domes. Der Kern dieser ganzen riesigen Bauanlage Dom und Liebfrauen ist natürlich der römische Plan, der auch hier im Pflaster ausgelegt ist, kann man das sehr leicht erkennen. Warum es zu dieser großen, riesigen Anlage überhaupt kam, das hängt damit zusammen, dass im 4. Jahrhundert die Stadt Trier schon eine große Stadt war. Manche Archäologen schätzen sie auf 80.000 Einwohner, manche vielleicht auf 60.000. Auf alle Fälle so viel, dass es einer so großen Kirche bedurfte, um die Gläubigen unterzubringen. Und dafür haben wir ein schriftliches Zeugnis. Der heilige Athanasius, der große Erzbischof und Metropolit von Alexandrien in Ägypten, war ja im Jahre 335 bis 37, also fast zwei Jahre, anderthalb Jahre, hier in Trier im Exil. Und der berichtet von einem Gottesdienst, wo so viele Leute an einem hohen Feiertag kamen, dass man keinen Platz in der alten, kleinen Kirche hatte und deswegen in die große Kirche umziehen musste zum Gottesdienst, die noch nicht fertig war, die noch nicht konsekriert war. Und daher wissen wir also, dass damals so viele Menschen in die Kirche kamen, dass diese riesige Anlage notwendig wurde. Und damit hängt auch die Größe des Taufbeckens zusammen, das sich ja in diesem Plan dort hinten abzeichnet. Nur einmal im Jahr wurde getauft, in der Osternacht. Und da wurden natürlich sehr viele Männer und Frauen getauft. Der Zustrom zur Kirche war damals enorm. So versteht man auch die Größe der gesamten Anlage und auch die Größe im Detail, also auch die Größe der Taufanlage. Diese riesige Anlage ist dann in dem Maße, wie die Römer Trier verlassen haben, auch langsam, wie soll man sagen, vernachlässigt worden. Ein großer Einschnitt kam dann durch die Völkerwanderungszeit, also im 5. Jahrhundert, verschiedene Völkerschaften fünfmal über Trier herfielen und dabei natürlich auch den Dom beschädigten. Der ging praktisch in Flammen auf und vieles wurde zerstört. Man kann heute noch die Spuren der Zerstörung im Gebäude und auch an der ganzen Stadt nachweisen. Im frühen Mittelalter dann ging das wieder von vorne los. Das heißt, man hat das Römische, das in Ruinen da liegende Römische wieder restauriert und daraus wieder den Dom aufgebaut. Und das, was man heute als große Fassade vor sich sieht, das ist dann das Werk aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, Erzbischof Poppo von Babenberg, also ein Babenberger, man könnte fast sagen, fast ein Österreicher, der wurde im Jahre 1016 in Trier von Kaiser Heinrich dem Heiligen als Erzbischof eingesetzt. Und seine Gemahlin stammte ja hier aus der Gegend, sie war ja praktisch eine
Trierer Erzdiözesanin, die heilige Kunigunde. Und so kann man das verstehen, dass allein schon durch die Kaiserin ein großes Interesse hier an diesem Gebiet bestand. Und dieser Poppo von Babenberg hat sehr lange regiert, von 1016 bis 1047, ein bewegtes Leben. Und er hat diese gewaltige neue Domfassade errichtet. Das heißt, in der Zeit, da der Speyerer Dom errichtet wurde. Aber mit dieser Trierer Fassade kann sonst in ganz Europa keine einzige frühromanische Fassade konkurrieren. Sie ist nach einem römischen Modell gebaut. Und jeder, der die Kaiserthermen in Trier kennt, mit der riesigen Apside, mit den beiden flankierenden Türmen, den Treppentürmen an den Seiten, wird sich daran erinnern, dass das Modell für die Westfassade des Trierer Domes gewesen ist. Ein richtiges römisch-imperiales Maß. Hier aus der Windstraße auf der Nordseite des Domes hat man einen bevorzugten Blick auf die ganze Baumasse. Man kann sozusagen im Stenogrammstil einmal sagen, aus welchen Epochen der Dom besteht, in welchen Epochen er gebaut worden ist. In der Mitte haben wir diesen rot gefärbten oder rötlichen Bau aus rotem Sandstein und Ziegeln erbaut. Das ist ein Teil des Baus des 4. Jahrhunderts. Geht noch zurück, sozusagen in die konstantinische Ära, wurde aber vollendet erst unter Kaiser Gratian um 380. Und wenn wir nach rechts schauen, den großen Turm, dann haben wir die Baumasse des 11. Jahrhunderts unter Erzbischof Poppo von Babenberg erbaut, in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Und lassen wir nun den Blick nach links gehen auf den neuen Ostchor, der an den römischen Bau anstößt, dann sind wir im späten 12. Jahrhundert. Das Modell für diesen gewaltigen Ostchor ist der Chor der Kathedrale von Verdun gewesen. Und wenn wir den Blick dann ganz nach Osten gehen lassen, finden wir ein barockes Gebäude, das in einem Stil erbaut worden ist, der ganz römisch-barock ist. Das ist die Kapelle, in der der heilige Rock aufbewahrt wird, die Tunica Christi. Für diese Aufbewahrung ist diese Kapelle eigens gebaut worden, unter dem Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck. Geplant noch im 17. Jahrhundert, aber dann ausgeführt im Anfang des 18. Jahrhunderts. Hier haben wir einen schönen Gesamtblick auf den römischen Bau des 4. Jahrhunderts. Wir sehen ein Geschoss von Fenstern. 5 riesige Fenster zeichnen sich heute noch im römischen Mauerwerk ab. 3 Fenster in der Mitte zu einer Gruppe zusammengefasst, dann links und rechts je ein flankierendes Fenster. Diese merkwürdige Aufteilung rührt vom Innenausbau des Domes her. Die Fenster nehmen also Bezug auf die Säulen, wie sie einmal im Inneren standen. Wenn wir uns nun diese großen römischen Spuren der riesigen Fenster anschauen, dann fragen wir uns zuerst, wie sind die denn verglast gewesen? Natürlich waren die verglast. Wahrscheinlich hatte man ein Holzrost, könnte man sagen, in welches dann die römischen Scheiben eingesetzt wurden. Im frühen Mittelalter, im 11. Jahrhundert, als man den Dom dann zurichtete für die neue Zeit, hat man diese Fenster verkleinert, wie man sehr gut an einigen dieser Fenster sehen kann, wo man innen eine Verkleinerungsschicht hineingesetzt hat. Und die jetzigen Fenster, diese schmalen, hohen, rundbogigen, das sind Fenster des Barock, des 18. Jahrhunderts. Und wenn wir den Blick ein bisschen höher gehen lassen auf das Querschiff oben hoch, da sehen wir, dass sich doch dieselben Fenster auch in einer Dreiergruppierung befinden. Sind also die Fenster, die der damalige kurfürstliche Baumeister Johann Georg Judas bei der Renovierung des Domes eingesetzt hat. Diese Renovierung war notwendig geworden, weil 1717 der Dachstuhl abgebrannt war. Das Domkapitel hatte ein großes Feuerwerk angerichtet anlässlich eines kaiserlichen Sieges über andere Mächte.
Und da hat das Domkapitel aus Freude ein Feuerwerk abgebrannt. Und eine Feuerwerksrakete ging in den Dachstuhl hinein und schon brannte der ganze Dom dichterloh. Das musste dann nachher alles repariert werden. Und bei dieser Gelegenheit hat der damalige Baumeister Johann Georg Judas ein Geschoss des römischen Baues oben weggenommen, hat ihn also erniedrigt. Wahrscheinlich waren auch die Außenmauern so weit ausladend, hatten sich nach außen geneigt, dass sie weggenommen werden mussten, damit sie nicht abstürzten. Und so kam es zu der jetzigen Form. Aber dafür hat er ein Querschiff draufgesetzt und so dem römischen Bau die Form eines Kreuzes im Grundriss verliehen. Ganz in dem Sinne, dass das Gebäude, der Palast der heiligen Helena, wie der Dom ja immer hieß, Domus Beatae Helenae, dass der durch diese Form ausgezeichnet wurde. Viele Touristen, auch viele Trierer, wundern sich, dass am Trierer Dom in der Windstraße so ein breiter Graben ist, der Domgraben eben, so tief, wie Sie sehen, und fragen, was soll das bedeuten? Nun, die Archäologen haben den schon im 19. Jahrhundert ausgegraben, um damit zu zeigen, wie tief in römischer Zeit das römische Straßenniveau gewesen ist. Der Dom fing also hier unten schon an, wie man jetzt sehen kann. Er steckt also zum Teil im Boden drin. Das hängt damit zusammen, dass bei früheren Katastrophen, Brandkatastrophen und so weiter, man nie enttrümmert hat, sondern hat die Trümmer nur planiert und auf den Trümmern wieder weitergebaut. Und so hat sich das Straßenniveau im Laufe der Jahrhunderte, ja der Jahrtausende kann man sagen, immer höher entwickelt. Nun sieht man aber genau darüber eine Flucht von 4 Fenstern, wie die meisten Leute meinen. Wenn man aber die Vermauerung herausnehme, würde man sehen, das sind gar keine Fenster, das sind vielmehr Nischen. Wir würden in moderner Übersetzung sagen, das sind Wandschränke. Man muss sich nämlich vorstellen, hier an dieser Stelle hatten die Römer so etwas wie eine Sakristei an ihren Dom angebaut. Und das waren die Wandschränke für die Bücher, die Utensilien, die man zur Feier der Heiligen Messe brauchte. Und da links sieht man sogar noch ein vermauertes Tor. Das geht durch bis in den Dom hinein. Das ist einer der Zugänge, der Verbindungstüren zwischen Dom und Sakristei. Und dort hier auf dem Brückchen, wo wir jetzt stehen, wenn man einmal nach rechts herüberschaut, sieht man an diesem Portal auch den Rest, die 2 Reste eines Bogens, die einmal eine Türe waren. Interessant sind auch die Schichten, die Schichtbauweise, die wir hier sehen können. Unten mit einem hellen Kalkstein gemauert, darüber mit rotem Sandstein gemauert. Zwischendurch hat man einmal den Steinbruch gewechselt. Man kann das leider nicht datieren. Aber warum das so ist, das hat keinen malerischen Grund, sondern der ganze Dom war natürlich auch in der Römerzeit total verputzt. Verputzt und außen mit Farben bemalt. Aber die Mauer ist circa 2 Meter dick. Und man muss sich vorstellen, die Mauertechnik war so, dass man außen eine Schale mauerte, innen eine Schale mauerte den Zwischenraum mit sogenanntem Klamottenbeton füllte und dann wieder mit einer Ziegelschicht darüber das Ganze abdeckte. Die Ziegelschicht geht dann durch und verzahnt das Ganze miteinander, sodass also die Mauer dann eine innere Bindung hat. Dadurch sind diese Schichten entstanden. Hier befinden wir uns im Domkreuzgang. Der Domkreuzgang ist wie bei einem Kloster auch so etwas wie der Verteilerkreis, an dem all die anderen Gebäude angeschlossen sind, sodass man vom Kreuzgang aus alles andere erschließen und begehen kann. Zugleich ist der Kreuzgang auch die Begräbnisstätte der Trierer Domkapitulare. Sie sehen ja hier die Reihen der Gräber der Geistlichen des Domes. Und dann schließlich der Blick auf den Dom, die Liebfrauenkirche und das ganze Ensemble. Es ist einer der schönsten, wenn nicht der schönste Architekturblick in ganz Europa überhaupt.
Einer meiner verehrten Lehrer, Professor Schnitzler aus Köln, sagte mal, das ist der schönste Platz in ganz Europa. So schön kann man die Bauepochen von der Römerzeit bis in die Gegenwart hinein nirgendwo so sehen wie hier in Trier. Und so fällt der Blick dann auch auf den römischen Teil des Domes. Und wenn wir mal nach rechts schauen und gehen den ganzen Kreis entlang, sehen wir zunächst dort, wo die Dacharbeiten stattfinden, einen Blick auf die Rückseite der Dommusikschule, den Probensaal des Domchores. Dann schließt sich der Ostchor an, die Kuppel, die barocke Kuppel der Domschatzkammer oder genauer gesagt der Heilige Rockkapelle ragt dort auf. Man sieht die zwei spitzen Türme, deren Unterbau, deren steinerner Teil unter Erzbischof Balduin von Luxemburg erbaut wurden. Die Spitzen, die wurden dann im 19. Jahrhundert erneuert und draufgesetzt. Hier unten im Kreuzgang selber sehen wir die merkwürdigen Arkaden, die fast, die Trierer sagen, wie Würste aussehen. Diese merkwürdigen Rundbogen, die eine Form, die man sonst nirgendwo in Europa noch kennt, nur hier in Trier einmal vollkommen singulär erbaut und darüber ein zweites Geschoss eingerichtet mit vergitterten Fenstern. Das war früher einmal das Domarchiv. Da wurde auch einmal der Heilige Rock aufbewahrt. Und jetzt ist darin die Domschatzkammer mit all ihren Kostbarkeiten, Goldschmiedearbeiten untergebracht. Dann geht der Blick auf das große Querschiff des Domes, das im 18. Jahrhundert errichtet wurde. Darunter sehen wir dann noch die Strukturen des 4. Jahrhunderts aus dem römischen Teil des Domes. Und schließlich geht der Blick dann auf den großen Westturm, den Greifenklauturm, so genannt, weil Erzbischof und Kurfürst Richard von Greifenklau den gotischen Teil auf diesen Turm aufgesetzt hat, das Glockengeschoss. Und der Blick geht dann weiter im Kreuzgang entlang auf das Kapitelhaus, das zweigeschossige Kapitelhaus, welches im Untergeschoss die Pauluskapelle beherbergt, wo jetzt die Weihbischöfe beerdigt werden, und im Obergeschoss den Kapitelsaal. Der Kapitelsaal ist der offizielle Versammlungssaal des Domkapitels. Dort versammelt sich das Domkapitel alle 4 Wochen, um entsprechende Beschlüsse zu fassen. Aber das Wichtigste und die wichtigsten Beschlüsse sind immer die zur Bischofswahl. Und so sind unsere Trierer Bischöfe, fast alle, seit dem 13. Jahrhundert in diesem Saal gewählt worden. Und dann schließt sich die Liebfrauenkirche an, dieses wirklich gotische oder Juwel der gotischen Baukunst des 13. Jahrhunderts, ein Zeichen französischer Hochgotik auf deutschem Boden mit der Marburger Elisabethkirche, die früheste gotische Kirche in ganz Deutschland. Ausgezeichnet dadurch, dass sie durch ihren Grundriss, der wie eine Rose aussieht, den Gedanken an die Mutter Gottes schon ins Bild bringt, die Rosa Mystica, die Geheimnis. Dieser gotische Saal mit den zwei Säulen, ein zweischiffiger Saal, befindet sich am Domkreuzgang. Und lange wusste man nicht, welchen Zweck er hatte, bis dann neuere Forschungen ergeben haben, er hatte den Namen das Propinatorium. Das heißt zu Deutsch eigentlich der Trinksaal und könnte irgendwelche Verdächtigungen auslösen. In Wirklichkeit war das aber der Saal, in dem der Dom und das Domkapitel die sozialen Pflichten erfüllten. Denn aufgrund einer Bestimmung musste das Domkapitel an bestimmten festgelegten Tagen je im Jahr einer bestimmten Zahl von Armen der Stadt Trier in diesem Saal eine Beköstigung reichen mit Wein und Brot. Und daher Propinatorium, Trinksaal, es war anders ausgedrückt der Caritasraum oder die Sozialstation des Domes.
Ja, dieser romanische Saal stammt in seiner Anlage und seiner Raumform aus dem 10. Jahrhundert, geht zurück auf den heiligen Wolfgang, den späteren Bischof von Regensburg, der ja hier in Trier domdächernd war in der Mitte des 10. Jahrhunderts. Im 11. Jahrhundert wurde der Saal dann noch einmal erneuert. Die Fenster wurden in der Barockzeit vergrößert, aber im Wesentlichen hat er seine romanische Grundgestalt beibehalten. Er war, wie man aus den Urkunden feststellen kann, der Raum für die Schule des Doms. Hier wurden die jungen Kleriker in Grammatik und lateinischer Sprache und was in Theologie ausgebildet. Wenn einer vom Domkapitel begraben wird, ein Domkapitular oder ein Domvikar, dann läutet diese Glocke, die man dort am Kreuzgang sieht. Und zugleich wird bei solchen Anlässen auch die Totenleuchte angezündet, die bei der Madonna Malberg sich befindet. Hier stehen wir also vor dem Eingang zur Pauluskapelle, wie sie ursprünglich heißt. Und seit dem 19. Jahrhundert werden hier die Weihbischöfe der Diözese Trier begraben. Deswegen sagen die meisten Leute heute, das ist die Weihbischofskapelle. So ein gotischer Saal mit zwei Stützen, zwei Pfeilern und zwei Schiffen, wie wir es im gotischen Saal eben schon gesehen haben. Und hier drüber befindet sich der Kapitelsaal. Der ist genauso gebaut mit zwei solchen Säulen, mit zwei Schiffen. Und diese Weihbischofskapelle oder Pauluskapelle hat zur linken Hand noch ein kleines Chörlein mit einem Altar darinnen. Hier konnte also und kann auch heute noch die Heilige Messe gelesen werden. Am Boden sieht man die Grabstellen, wo Weihbischöfe, wo noch viel Platz ist, wo welche beigesetzt werden können. Ein Großteil der Grabstellen ist allerdings schon belegt. Ja. Rechts sieht man einen kleinen steinernen Thron. Die Trierer nennen den Grummelstuhl, Grummeln. Und früher sagte man, wenn die Domkapitulare ihr Stundengebet beteten, dolor grummeln sie. Das heißt, das ist so ein etwas undeutliches Reden. In Wirklichkeit ist das hier allerdings der Gerichtsstuhl der ehemaligen Domimmunität. Noch also vor der Französischen Revolution hatten ja auch die kleinen Körperschaften eigene Gerichtsbarkeiten und der Dom, die Domstadt in der großen Stadt Trier, hatte eine eigene Gerichtsbarkeit. Und so ist das das Zeichen für die eigene Gerichtsbarkeit des Domes und daher der Name Grummelstuhl. An dieser Stelle des Kreuzganges befindet sich ein Portal, das in die Liebfrauenkirche führt, genauer genommen in den Ostchor der Liebfrauenkirche. Das ist verwunderlich. Aber die Ursache für dieses Portal ist, dass es früher viele Prozessionen gab, vom Dom durch die Liebfrauenkirche, durch den Kreuzgang und wieder zurück in den Dom. Dafür brauchte man natürlich dieses Portal. Es ist geschmückt im Tympanon des Portales mit dem Weinstock, nicht weil Trier eine Weingegend ist, sondern weil Christus das Gleichnis gesagt hat, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebzweige. Hier befinden wir uns im Kapitelsaal des Domes. Er liegt oberhalb der Pauluskapelle oder Weihbischofskapelle. Auch, wie man sieht, ein Saal mit zwei Mittelsäulen, zweischiffig gebaut. Das ist der Sitzungssaal des Domkapitels, wie man an dem großen Tisch sieht, wo sich das Kapitel versammelt. Vor allen Dingen finden hier die Bischofswahlen statt, was ja nicht so allzu häufig vorkommt,
aber auch alle sagen wir, wichtigen Beratungen finden hier statt. Man sieht auch an den Modellen, die hier herumstehen, dass auch für den praktischen Gebrauch, für Arbeiten dieser Saal benutzt wird. Jetzt gehen wir zum Domschatz über die Gewölbe des Kreuzganges hinweg. Zur Linken haben wir die Mauer, die Südmauer des Domes aus dem 4. Jahrhundert, das Pendant zu dem Teil, den wir in der Windstraße auf der Nordseite schon gesehen haben. Ja, hier befinden wir uns im Trierer Domschatz. Der einstmals sehr große Trierer Domschatz hat natürlich im Laufe der Geschichte, vor allen Dingen in der Französischen Revolution, große Einbußen erlitten. Vor Ihnen steht der Andreas-Tragaltar aus dem 10. Jahrhundert, geschaffen unter Erzbischof Egbert, in derselben Goldschmiedeschule, in der der große Echternacher Golddeckel für das Echternacher Evangeliar gemacht worden ist, der heute sich in Nürnberg im Nationalmuseum befindet. Dieser Schrein war in der Revolution in die Hände des großen Metternich geraten, der ihn in Wien behielt. Und als die Trierer hörten, Metternich hat diesen Tragaltar, hat der Dompropst an ihn geschrieben und Metternich sagte, ja, ihr könnt den zurückbekommen, unter einer Bedingung. Ihr dürft das nicht publizieren, ehe ich gestorben bin. Und so ist der Andreas-Tragaltar, diese größte Kostbarkeit des Domschatzes, wieder zurück nach Trier gekommen. Die Elfenbeintafel aus dem 5. oder 6. wahrscheinlich dem 5. Jahrhundert zeigt eine Reliquienprozession, als man in Konstantinopel eine Reliquienprozession in die große Kirche der göttlichen Weisheit veranstaltete zur Kirchweihe. Und wir können das ziemlich genau datieren, weil wir sehen, dass auf dem Dach der Kirche die Dachdecker noch am Arbeiten sind. Und damals, als die Kirche geweiht werden sollte, waren die Dachdecker noch auf dem Dach tätig. Auf dem Wagen werden die Reliquien in den Händen der Bischöfe herangebracht. Vor der Kirche steht die Kaiserin und empfängt ihren Bruder, den Kaiser. Und im Hintergrund sieht man den großen Palast, den Chalkei-Palast von Konstantinopel, mit den Sängern und den Männern, die die Rauchfässer schwingen. Das Gutsberg-Rauchfass gilt als das schönste Rauchfass der Welt. Es ist geschaffen um 1100. Es ist ein Bronzeguss, ein Guss mit verlorener Form, im Wachsausschmelzverfahren gemacht, mit vielen Türmchen und Figürchen. Wie eine kreuzförmige Basilika gebaut. Oben zu oberst thront Salomon auf seinem Löwenthron. Die Silbermadonna ist die Silbermadonna, die Kongregationsmadonna der Marianischen Bürgersodalität, der MBS. Eine Silberarbeit aus Augsburg von Franz Thaddäus Lang geschaffen. Derselbe, der auch das riesige Heilig-Rock-Reliquiar gemacht hat. Vor uns liegt der Domstein, genannt eben nach dem Dom. Das ist ein bescheidener Rest einer ehemals großen Säule. Vier solcher Säulen, jede Säule, 12,5 Meter hoch, aus Granit, jede Säule aus einem Stück, trugen einmal das Zentrum des Trierer Domes. Und so haben die Trierer dann diese nette Geschichte erzählt, der Teufel hätte mit dem Baumeister einen Pakt geschlossen, er würde ihm helfen. Und er fragte aber, was baust du denn da? Und da der Baumeister fürchtete, dass der Teufel ihn stören würde, wenn er sagt, ich baue eine Kirche, sagt er, ja, ich baue ein Wirtshaus. Und eine andere Überlieferung nennt ein noch viel schlimmeres Haus als ein Wirtshaus. Da war der Teufel einverstanden und er hat mitgeholfen, den Dom zu bauen. Wie das dann fertig war, stellte er fest, ist doch eine Kirche geworden. Das hat ihn furchtbar geärgert und
Von Köln her hat er quer über die Eifel dann diesen Stein hier hingeworfen, aber er ist dann hier runtergefallen, hat dem Dom nichts geschadet. Das ist die Mär, die man davon erzählt. Es ist in der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden, vielleicht auch einige Jahre später, und zeigt in der Mitte über dem Portal thronend Christus, der von sich selber gesagt hat: Ich bin die Türe, wer durch mich ein- und ausgeht, wird das Leben finden. Und rechts und links neben ihm stehen Maria und der heilige Petrus. Petrus als der Patron des Domes, Maria als die Patronin der Liebfrauenkirche. Und so zeigt dieses Portal, dass es die beiden Kirchen miteinander verbindet. Manche fragen sich, wenn sie den Katharinenaltar sehen, warum steht da an der Seite die heilige Hedwig mit einem Kirchenmodell? Die heilige Hedwig, die Patronin von Schlesien, aus Trebnitz in Schlesien, wo sie auch ihr Grab gefunden hat. Die Antwort ist ganz einfach: Dieser Altar wurde gestiftet von einem Trierer Erzbischof, der zugleich in Personalunion Fürstbischof von Breslau war, also hat er seine Patronin aus Schlesien hier im Trierer Dom untergebracht. Hier stehen wir vor dem Grabaltar des Richard von Greifenklau. Der war zu der Zeit Erzbischof und Kurfürst von Trier, als Kaiser Maximilian 1512 zum Reichstag nach Trier kam und stürmisch verlangte, er wolle den Heiligen Rock sehen. Und der Erzbischof, der da nun fromm kniet, der hat dem Kaiser gesagt: Nein, das gibt's nicht, der ist nicht zu sehen, der ist im Altar eingemauert, aber der wird nicht angeschaut. Aber der kannte den Kaiser Maximilian nicht, der ließ nicht locker, und so musste der Erzbischof schließlich doch den heiligen Rock aus dem Hochaltar herausnehmen lassen. Und es gibt zwei Kupferstiche von Dürer und Burgmeier, die zeigen, wie der Kaiser vor dem heiligen Rock in Verehrung kniet. Und das war die erste heilige Rockwallfahrt, denn diese Geschichte, dass sich der heilige Rock jetzt öffentlich sehen ließe oder zu sehen sei, das ging wie ein Lauffeuer durch ganz Europa. Und die Menschen kamen zu Hunderttausenden damals schon nach Trier. Dieser Dreikönigenaltar wurde gestiftet von dem Trierer Kurfürsten und Erzbischof Johann Hugo von Osbeck. Er war ein Verehrer der heiligen drei Könige. Und so hat er sich darstellen lassen, wie er selber dem Jesuskind die Füße küsst. Der Allerheiligenaltar ist gestiftet von dem Kurfürsten und Erzbischof von Metternich. Und er ist das Werk des Trierer Bildhauers Hans Ruprecht Hoffmann. Allerheiligenaltar heißt er deswegen, weil er auf den Tag geweiht ist, aber auch deswegen, weil die ganze Bilderwelt sich um das Allerheiligengeheimnis dreht. Die Verkündigung der Seligpreisungen, und zugleich werden die Seligpreisungen dargestellt als Muster für das christliche Leben. Als dieser Aufgang zum Westchor des Domes bei der Domrenovierung neu gemacht wurde, hat einer der Bildhauer, Jochen Peschau aus Köln, hier zwei spielende Mäuse aus dem Stein gehauen. Und es dauerte kaum ein Jahr, da war eine dieser Mäuse gestohlen. Ein Jahr später war die zweite Maus gestohlen. Und dann habe ich den Bildhauer gefragt: Können Sie uns dann neue Mäuse machen, aber bitte dann aus Bronze und so fest, dass sie nicht so leicht gestohlen werden konnten? Als er das Modell, das Gipsmodell, fertig hatte, starb er. Und ein Freund von ihm hat es dann vollendet. Und da sieht man ein Zettelchen,
Da steht der Name des Bildhauers drauf, sein Geburts- und Todesdatum. Und die zwei Mäuse sind ganz lustig damit beschäftigt, damit zu spielen. Die Trierer Domkanzel wurde im Jahre 1570-72 von dem Bildhauer Hans-Ruprecht Hoffmann gestaltet, im Auftrag des Domkapitels. Damals hatten die Jesuiten die Dompredigt übernommen und damit gewann die Predigt einen neuen Rang. Und man hat auf dem Kanzelkorb die Werke der Barmherzigkeit dargestellt, weil die Jesuiten damals in Trier ein richtiges soziales Hilfswerk aufbauten. Und so sieht man als erste Szene auch die Hungrigen speisen, als zweites die Durstigen trinken. Und die Durstigen trinken ist natürlich in Trier ganz besonders beliebt. Denn wenn der Arme, der dort kommt, um getränkt zu werden, den Krug ausgetrunken hat, Wein natürlich, dann ist er fröhlich und lustig. Im Ostchor sieht man einen riesigen Marmoraufbau, zu dem rechts und links zwei Treppen hinaufführen. Dort oben in dieser erleuchteten Kapelle, dort wird der heilige Rock, die Tunica Christi, aufbewahrt, das größte Heiligtum der Trierer Domkirche. Im nächsten Jahr, 2012, wird in Erinnerung an das Jahr 1512 eine Wallfahrt sein. Dann wird die Tunica Christi wieder für Tausende von Menschen, die dann nach Trier kommen, hier zu sehen und zu verehren sein. Ja, Kaiser Konstantin der Große ist für den Trierer Dom ganz wichtig, wenn er auch kein Heiliger ist, aber er hat einen bevorzugten Platz im Trierer Chor. Denn er ist zusammen mit seiner Mutter, der heiligen Helena, die Hauptgründergestalt des Trierer Domes. Er hat den ersten Dom hier in Trier erbaut und damit gilt er für das Ganze als der Gründer. Der Bildhauer, der das gemacht hat, war Johann Wolfgang Fröhlicher aus Frankfurt am Main. Und er war ganz im römischen Barock zu Hause und lebte ganz aus diesen Formen des römischen Barock. Die Figur der heiligen Helena trägt das Kreuz in der linken Hand und zwei Nägel vom Kreuze Christi in der rechten Hand. Sie hat ja die großen Reliquien mit Einschluss des heiligen Rockes, der Tunica Christi, nach Trier gebracht. Auch diese Figur ist ein Werk des Frankfurter Bildhauers Johann Wolfgang Fröhlicher. Und geleitet gewissermaßen die Pilger auf der Treppe hier nach oben zur Kapelle des Heiligen Rockes. Das wolkenumsäumte Fenster, das den Blick in die Kapelle freigibt, hat der Künstler, der Architekt und Bildhauer Fröhlicher in Anlehnung und in Anregung durch das Fenster des Bernini in der Peterskirche in Rom gestaltet. Im Jahre 1959 hat Papst Johannes der 23. dieses Gebet für die Trierer Wallfahrt bestimmt. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Von diesem Zusammenführen, was getrennt ist, hat sich schon einiges bewahrheitet. Hier an der Kapelle der Tunica Christi denken wir daran, dass das ungenähte Gewand, aus einem Stück gewebte Gewand Jesu Christi, ein Zeichen der Einheit der Kirche ist. Und es soll uns daran erinnern, dass die in verschiedenen Konfessionen getrennten Kirchen doch im Grunde genommen zusammengehören, so wie Jesus Christus es gewollt hat. Diese Einlegearbeiten sind nach den Bühnenentwürfen des Galli Bibbiena aus Italien gemacht worden. Dessen Kupferstiche waren in Europa verbreitet und danach war es leicht für die Schreiner, solche Intarsienarbeiten zu machen. Die Schreiner, die dieses wunderschöne Chorgestühl angefertigt haben, kamen aus Hamburg. Es war der Meister Julius Schacht mit seinen 23 Gesellen. Die haben das zwar nicht für den Trierer Dom gemacht, sondern für die Kartause in Mainz. Und der vorletzte Mainzer Erzbischof und Kurfürst
hat die ganze Kartause verkauft, um seine Universität zu finanzieren. Und die Trierer haben dann das wunderschöne Chorgestühl gekauft und haben es in den Trierer Dom gebracht. Der Westchor des Trierer Domes ist dem heiligen Nikolaus geweiht. Das war schon im Jahre 1121. Im 17. Jahrhundert hat der Trierer Erzbischof und Kurfürst Karl Kaspar von der Leyen den Westchor stuckieren und barockisieren lassen. Das Hauptthema ist die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel. Und so findet man sie zuoberst im Zenit dieser Halbkuppel, wie sie inmitten der allerheiligsten Dreifaltigkeit in den Himmel aufgenommen wird. Dann aber auch in den großen sphärischen Rechtecken darunter sieht man Engel mit den Leidenswerkzeugen Jesu Christi, mit dem Kreuz, mit der Rute, der Geißel, mit den Nägeln und dergleichen, um damit zu zeigen, um welchen Preis Christus uns Menschen, auch seine eigene Mutter, erlöst hat. Die Krypta liegt unter dem Ostchor des Trierer Domes. Sie wurde zusammen mit dem neuen Ostchor im Jahre 1196 am 1. Mai geweiht. In der Mitte steht der moderne Altar und am Ostende in einer beleuchteten Nische das Reliquiar mit den Reliquien vom Haupte der heiligen Helena. In diesem Schrein liegen die Gebeine des dritten Trierer Bischofs, des heiligen Maternus. Er war nur kurz in Trier als Bischof tätig, wanderte dann weiter nach Köln, gründete das Bistum Köln und von Köln zog er weiter bis nach Tongeren und gründete dort noch ein drittes Bistum. Weitere Informationen zum Film erhalten Sie bei www.aki-video.com oder mailen Sie einfach an aki-video@yahoo.de.